So, liebe Zuschauer, und damit herzlich willkommen zurück zur 17. Folge von Mario Party 5. Wir sind wieder hier in der nächsten Folge und ihr seht schon, ich habe schon alles vor. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich bin hier einer von den Profiköchen aus dem Fernsehen. Ja, die kochen denn Fisch mit Nudeln. Egal, nee. Wir sind wieder hier in der nächsten Live-LP-Aufnahme nach Paper Mario. Das ist jetzt hier mein zweiter Testversuch. Bisher scheint alles ganz vernünftig zu laufen. Weil der Stream kostet immer auch nicht CPU und so. Und Dolphin auch. Dann denken wir so, vielleicht klappt es ja. Scheint ganz gut zu laufen. Wir testen es mal jetzt einfach. Wir gucken mal, wie es läuft. Also hier Grüße an YouTube von allen und Grüße auch an Twitch. Ich würde sagen, wir legen los. Die Map haben wir jetzt hier im Stream ausgewertet. Und ja, wundert euch nicht, Daisy ist dabei. Das haben wir jetzt auch im Stream irgendwie so halbmäßig beschlossen. Also nehmen wir sie mit, auch wenn sie nervt. Scheiße. Aber egal. Einstellungen sind so in Ordnung. Ja, let's go. Was ist los? Also geht's los. Let's Party oder was? Hat er gerade drei Satzendzeichen benutzt? Ihr wisst, das sind keine Rudeltiere. Ich lese gerade im Chat hier von Hallo. Oh Gott, ich werde niemals Zelda CDI spielen. So, da sind wir auch. Oh Gott, Schlaraffenland, ich habe doch eh schon Hunger. Willkommen im Schlaraffentraum. Hier spielst du den Traum vom Schlaraffenland. Ein süßes Land aus Kuchen und Zuckerwerk. Sind wir nicht schon alle fett genug? Vor allem Mario. Ja, wer würde nicht gerne diesen süßen Traum träumen? Oh, lecker Kiwi. Boah. Egal. Dann wollen wir doch erstmal in die Start rein. Oh Gott, da werden wir wieder Pech haben. So, ich bin übrigens Yoshi, für die, die mitbekommen haben. Und, ach Gott. Komm schon. Oh, voll gut so. Arschloch. Ja. Noch ein Arschloch. Ja. Weibliches Arschloch. Der ist der coolste. Also. Nee, lass mal. Ich mach keinen Zelda CDI RP. Lies ich gerade im Chat. Mal Startkapital bekommen. Jeder ist mal 10 Münzen. Könnt ihr auch nicht auf den Kopf kloppen. Wo so. Oh, versteckt heute unser Donkey? Im Bananenschlaraffenland wahrscheinlich. Auf seiner Insel. Da ist er ja. Da ist er die keine Banane? Das ist ja skandalös. Dazu gibt es 6 Kapselfelder in diesem Spiel. Nutzt sie clever zum Sieg. Erstmal rausfinden, was das sind und erstmal überwerfen, wenn sie stinken. Ich zeige euch, wo... Na, alles cool. Das passiert auch manchmal in normalen Aufnahmen. Hier ist der erste Stern. Für 20 Kröten gehört er euch. Nicht echte Kröten, Mann. So. So, ich darf natürlich jetzt als letzter erst würfeln. Das wird natürlich im Laufe der Map ein bisschen scheiße sein, aber naja, mal gucken. Hoffentlich nervt mich Luigi nicht wieder so wie beim letzten Mal. Finde ich gut, Linne. Ja, na schön. Hammer, Bro, Kapsel. Hier, du schmeißt sie gleich. Also bisher läuft es nur minimal mit ganz kurzen Rucklern, also so echt so Micro-Lags, so minimal ganz kurz. Ist bis jetzt eigentlich echt aushaltbar, also auch nicht anders als bei Let's Play-Aufnahmen, weil da passiert das auch immer wieder mal. Ist eigentlich bis jetzt nichts Ungewöhnliches aufzuspüren. Du kommst ohne Kapsel. Warte mal, wenn wir hier im Schlafentraum sind und das ist eine Kapsel, ist das denn eine, so eine Süßigkeiten-Kapsel, so wie so ein Ü-Ei? So machst du offen, dann ist irgendwie ein Kettenhund drin oder so? Kann es sein, dass du das Texttempo noch auf normal gelassen hast? Wüsste ich gar nicht. Kein Umstand? Das wüsste ich gar nicht. Kann ich gleich mal gucken. Du bekommst ohne Kapsel. Hier, Wenni, was mit Schokolade. Ja, die liebe Wenni, also die Göttergattin vom lieben Mr. Crazy Luigi aus dem Chat hier, die haben jetzt beschlossen, sie wollen hier mit in der Map mitspielen. Das heißt, ich muss meinen Mod-Kollegen oft richtig auf die Nase geben. Und seiner Frau. Warte mal, ich gehe mal in die Optionen mal ganz kurz hier. Einstellung ändern. Textgeschwindigkeit, tatsächlich. Gibt's wirklich? Wusste ich gar nicht. Dankeschön, mein lieben Silent. Dankeschön. Gut zu wissen, dass es so gibt. Wusste ich nicht. Ich steige hier gar nicht durch. Ist doch gar nicht schlimm. Ich sehe nur Torten. Schmeckt halt gut, ne? Oh, jetzt so eine Kirschtorte. Wäre schon geil. So, ich hole mir natürlich auch eine Kapsel. Ist ja easy. Du hältst eine Kettenkapsel. Ja, mit der jetzt schon. Geil. Die hebe ich mir schön auf. Damit kann ich Leuten nämlich Sterne stehlen. Vielleicht. Ja, natürlich kriege ich als erstes ein rotes Feld. Ist ja klar. Bist du Bescheid? Ach, kack mir doch ein Spiel. Was ist denn los? Fängt schon gut an hier. Live-LP-Aufnahme. Instant Unglück. Mathe-Athleten. Ah, nee, das ist ja der Scheiß wieder. Nein, mach das nicht.
Dann kriegen die drei bestimmt wieder so 95 Millionen Trillionen 12 Münzen und ich so 3. Ich stoppe die 3 Würfel. Bekommst du so viele Münzen wie die Würfelpunkte Anzeiger. Hast du Minus statt Mal und schon bist du am Arsch. Mann. Katzen-Emotes sind super. So, ich darf natürlich als erster hier den Deppen meme und ich mach erstmal. Oh, immer ein Plus. Oh, 6 ist gut. Und. Ja, das ist was Gutes. Ja, nice. 11. Wow. Yeah. So, jetzt machen die bitte richtig Scheiße. Oh, was? Was? Leute, ihr in YouTube seht das nicht, aber ich guck gerade mit einem fassungslosen Face in die Webcam. Das ist die maximale Anzahl an Münzen, Freunde. 6x6 mehr geht nicht. 6x6. So. Das fängt ja gut an. Erste Runde, instant alle Gegner genug für 2 Sterne. Toll. Toller Start. Sowas hatte ich noch nie in meiner ganzen Mario Party Karriere. Ist total gut. Kann man mal machen so. Ich freue mich über 11, wisst ihr? Und denke, ich habe Glück und die PCs denken sich so, well, fuck you. Schön, ist total toll. Freut sich doch der Mensch. 6x6 ist 6. Bin gut. Genau, Hadouken. Ja, du bist voll gut. So. Luigi hat 3 Münzen bekommen. Jetzt ist er bereit. Ach nee, ich glaube, hier Stern war ja Stern stehen ab schon ab. Ab 30 Münzen, ne? Und wenn man die Kapsel aber auf sich selbst will, muss man ja bezahlen. Dann kostet 45, glaube ich, ne? So, Mario hat noch nicht genug Kohle. Er macht erstmal auf Dagobert Duck. Er müsste jetzt endlich einen Reskin bekommen. Und schwimmt dann erstmal in seinem Geldtresor rum. Mal schön, wie schon 4-5. So, ach, er kriegt doch gleich den ersten Stern. Er läuft bei ihm. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Nächsten Stern? Oh Gott, guck mal hier. Was? Wir sind in Runde 2 oder so? Ja, ein Gottlieb. Du Kötteljunge. Das ist nicht in Ordnung. Was? Direkt den nächsten. Hm, klar, ja, mach mal. Gott sei Dank ist er runtergelaufen. Hä, kann man da nicht hochhüpfen? Da, 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 da. Okay, im Chat geht gerade was ab, ich weiß nicht, verstehe. Bitte kein Caps übrigens. So, Wendy kriegt erstmal auf den Sack. Leute, chillt. Ja, mach mal die Keksbrücke kaputt. Ich muss da oben lang. Darf ich eigentlich überhaupt nur selber was machen? Nee, ne? Ach, sie kriegt Donkey. Ja, lol. Was ist denn los? Was ist nicht in Ordnung? Uga, 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 Banana, geil. Bonus 5 Sterne. Hat ein Münzpot? Ja klar, Alter, was ist mit ihm nicht in Ordnung? Geil, mein Bunga Bunga, ich hab keinen Bock auf Münzen, ich will nur Bananen. Weißt du, Donkey denkt sich so, ich hab hier noch Bananen. Aber die Bananenmünzen, die übrig, ich hab keine abgeben. Ja, kling, 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 wisst ihr Bescheid. So, ja, wir sind jetzt Vierter und total cool. Mein Kettenhund behalte ich mal. Wow, ich komme ja richtig weit. Hust. Ah, neues Minispiel, komm schon. Nice Motorboot-Slalom. Ja, Silent hat gerade schon. Keiner hat das Mario Party 5 Hard Mode. Bei war das nochmal für Minispiel? Steuere die Markierung an der Reihenfolge ihrer Nummern an und erreiche als erster das Ziel, um zu gewinnen. Ja, EZ, Alter, was ist los? Beschleunigen, bremsen, rechts, links. Der Pfeil zeigt dir, in welche Richtung der nächste Markierung liegt. Folge ihm während des Rennens. Easy, was ist los? So, wir sind blaue Boot, da hinten fäßen. So, wo ist die 1? Ich sehe die 1 nicht, doch da hinten. Hilf!
So, zwei. Hier, hier irgendwo lang. Boah, leck doch nicht. Na, ist die drei, Leute. Boah, da kommt mir wer entgegen. Luigi kommt erstmal vorbei, jetzt hilft, ich bin Erster. Und hier ist die 5. Und jetzt muss noch ein Ziel machen. Let's go. Tschüss. Ihr könnt nicht. Keiner hat die 5 erreicht. Ich bin der coolste Mann. New Record. Ja, geil, Mann. Wie gesagt, da kam das letzte. Nee, hallo, ich hab gewonnen. Was ist los? Die anderen hatten noch nicht mal die 5 erreicht und ich war schon im Ziel. Was ist los? Ich bin hier Motorbootkönig. So. Jetzt zeige ich auch noch wieder Geld als die Glücksschweine. Ist das nicht schön? Ja, ne? Ich bin gespannt, wie Dimlop sich hier noch verlaufen wird. Die hat sich voll verlaufen. Ja, ist echt so, bei dem Video aussieht hier. Wieso ist da nicht dann eine Bank, weil die da vorher schon? Mit Tauchtuber drüber gelaufen, hab Geldwitze, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Man kennt sie, ich schicke gerade ein Herz im Chat. Dankeschön. Mein Herz zog an alle hier. So, ja, jetzt ist hier die Brücke wieder auf der anderen Seite. Wunderschön. Luigi kriegt die Abkürzung und kriegt noch ein Fragezeichenfeld. Na geil. Oh, jetzt kriegt er ein Stück Kuchen. Ach, quasi. Ah, verstehe. Ach, Stella ist ja fies. Voll ein Stück Kuchen auf dem Teller. Das ist ein Stück Kuchen, Alter. Ja, schon ziemlich sexy. Ahaha, diese Map wird keinen Zucker schlecken, lese ich gerade im Chat. Ahaha, wie wisst ihr? Ja, voll lustig, Alter. Oh Mann, ey. Welche Runde haben wir? Drei, ja. Ich habe ja noch 17 Runden zum Aufholen. Vielleicht bin ich so mit Runde 19 vielleicht in etwa so weit wie die anderen. So, krieg auch mal mehr als eine 1. Wäre nicht ganz nett, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, ob ich meinen Sterndiebstahl-Dingen benutze, Leute. Weil. Ach nee, da brauche ich ein bisschen mehr, ne? Oh, scheiße. Ey, ja, wirklich. Man braucht ja, um das Ding zu bezahlen, 15 und ein Sternstein kostet 30. Ergo, ich brauche 45 Münzen, bevor ich meinen Kettenhund aktivieren kann. Ich hoffe, es ist was Positives übrigens jetzt hier. Nö, oder? Oh, das war Pech, Mann. Mann, ey. Ich kacke ab. Du hast ein Minispiel gewonnen. Müssen wir gleich wieder mit Unglück ausradieren. Psch. Mann, ey. Kubus der Verdammnis. Wir hatten einen Mitschüler mal in der Mittelschule, also in der Oberschule. Der hieß Kubus mit Nachnamen. Nee, Kubusch. So, spring ins Feld mit Dreierteam. Ja, das wird ja lustig. Ist ja wunderschön. Ich will einen Föhn. Alter. Gone, wird jetzt im Text, im Chat bitte, wird jetzt hier bitte nicht ausgeführt, wer das ist. So, ich bin Erster. Ist ja gut. Dann hoffe ich mal, dass die anderen so schlau sind und jetzt nach oben drücken. Aber ich gehe mir jetzt erstmal links. Hüps. Ja, nach vorne. Schön, Mann. So, ich mache auch nochmal nach vorne. Sehr schön. Kluger Mario. Mario, du Dumpfbacke. Du Knecht Ruprecht. Nach oben, bitte. Schnell! Schnell! Boah, Mario, du Deppen Bob, Alter. Boing. Ja, nee, musst du dich entschuldigen. Sorry von dem, der hier plötzlich Werbung für Assi-YouTuber macht. Was ist denn los? Chat geht voll ab wieder. Ich entschuldige mich übrigens bei YouTube schon mal, falls man irgendwie Alerts hört aus dem Stream. Die habe ich natürlich trotzdem an. Ich möchte ja mitkriegen, wenn mich jemand subscribt oder eine Spende schickt oder vielleicht auch, wenn irgendjemand followt und so, ne? Wird natürlich auch trotzdem vorgelesen. Also Entschuldigung schon dafür mal an YouTube, weil die meisten wird es ja nicht interessieren, was hier auf Twitch abgeht. Aber halt nie in Acht. Wie kommen wir eigentlich auf diese komischen Dinge da oben? Ah, hier drüber. Ach, aber nur wenn die Keksschiene gnädig mit einem ist. Ach, ist ja fies. Kluger Mario, 2 Sekunden später. Mario, du Dumpfbacke.
So, Benny macht das mit 10. Ist doch so. So, eine Kapsel, Pilzkapsel. Hey, guck gern. Pilze gibt es übrigens echt selten, ne? Dass die Kapsel so unheimlich verschieden. Nein, nein, leck mich. Lass meinen Kettenhund in Ruhe. Ach du Judenso. Ja, natürlich. Ey, warum? Gib mir meinen Kettenhund zurück. Ach, du bist doch ein Hustensohn, ey. Ohne Witz. Ich will meinen Kettenhund zurück. Ich kann ihn doch nicht mal aktivieren, Mann. Warum? Das Spiel ist nicht gnädig mit mir. Wirklich nicht. Ja, moin. Ich grüße den Philipp hier in der Live-LP-Aufnahme. Grüß dich. Ach Mann, ey, leck mir doch fett die Säcke, ey, was ist denn los? Wisst ihr was, Leute, ich bestätige den Pilz jetzt, ich nehme den jetzt, ich rauche jetzt Pilze, Alter, was ist los, Mann? Und werd fett zweimal würfeln, krieg bestimmt zweimal eine 1 oder so. Na, ja, wisst ihr Bescheid? Mann, was ist denn los, ey? Ich hab's grad drei gesagt, Alter. Ja, läuft! Was ist denn los? Mann, ey! Oh, ich bin mit Zwiffer toll. Ja, geil, es gibt zwei Felder laufen. Hättest du nicht einen Zehnerpasch kriegen können? Yoshi, du Depp! Und nein, ich meine nicht Johnny Depp, der ist anders. Mann, was ist denn los? Ey, leck mich, mein Glück ist wieder mal legendär. Cheap angeln. Cheap steht gerade für das Spiel. Nämlich voll billig. Mann, ey. Wenn du einen Cheap anbeißt, holst du die Angel ein. Sieger ist der Spieler mit der höchsten Punktzahl. Das Spiel meint es nicht gut mit dir, oder? Nee. Erinnert mich übrigens an unseren Spielsatz. Ich krieg Krebs, oh Mann. Oh, hier ist was. Mario ist meins! Finger weg! Daisy, verpiss dich. Kannst fett mal mit einem Yoshi-Schwanz schnüffeln, Mann. Die gehören alle mir hier unten. Könnt ihr hier mal was anbeißen? Hier, eins. Nein! Peach, du Knecht, Ruprecht, schlau. Ich hab trotzdem noch einen. La, 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 la. Hey, ich hab gewonnen. Aber golden? Okay, ne, krieg ich lustigerweise. So, hey, ich hab auch mal 50 Münzen. Fuck you, man. Hey, ich bin Dritter. Cool. Ich hab's weit gebracht in meinem Leben. Kappa. So. Ja, Mann. Wo ich runter war? Runde 5, eine noch. Wer weiß, ist 4 abgeschlossen, deswegen. Haben wir 5 Runden und dann ist der Part vorbei. Schmeißt du bist noch jemand so einen dreckigen Hammer, Bruder? Uchi. Hör mal, willst du euch die Modrechte wieder entziehen? Das Schicksal hat es nicht gut mit. Ja, genau, den Maskenhändler meine ich. Genau. Das ist ja dann das erraten. So, jetzt lasst aber bitte die Brücke nach oben, ja? Ich würd da gern rüberlaufen, um einen Stern zu kriegen. Ist mir das gegönnt? Warum frage ich eigentlich? Auf keinen Fall, Alter. Spiel jetzt so, ja, du machst jetzt 3 Runden hintereinander nach 1, damit du schön schnell vorwärts kommst. Und wenn du doch oben ankommst, hat Mario schon. Ach, der hat mich schon überholt. Er ist schon eine Runde rum und hat jetzt seine Röhrenkapsel und kann mich zur Not noch ausboten. Die hat meinen Kettenhund bekommen. Voll. Ach, guck mal, Daisy, die dumme. Na, die hat sich jetzt die Keksbrühe geschnappt und denkt sich so. Penis. Geil. Oh, scheiße. 3 Münzen, juckt die doch mal sonst wo. So, was kann ich denn jetzt machen? Auch würfeln. Oh, fast eine 4. Boah, geil. Oh, ich krieg fast eine Kapsel. Hab ich gut gemacht. Mann, ich kack mir ein. Schon wieder ein 1-3 im Spiel. Kann ich auch mal alleine spielen? Ich will euch kein Geld geben. Oh, was ist das? Ist das gut? Reifenrüpel. Kann ich jetzt jemand mit Gummireifen verprügeln? Ach, das ist der Scheiß. Ach, du Kacke. Der Einzelspieler in der Stachimaschine versucht Du hast doch noch Taschenspielertricks drauf. Die Teamspieler in den Reifen zu erwischen. Die Teamspieler weichen aus.
Beschleunigen, bremsen, bewegen, beschleunigen, bremsen. Same system. Go. Mann, ey. Benni, lass meinen Reifen in Ruhe. Mein Gummischlauch ist der allerhärteste. Verpiss dich. Hui. Luigi, pass auf, Mann. Deine Alte will dich stechen. Wrong system. Wir sind in einem Land, wo es Analpenetration von Frauen legal ist. Also, bei Männern. Wow, der Reifen, Alter. Ich bin fast gegen... Oh, die ist scheinbar geknüppelt. Alter, bist du falsch. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Nö. Luigi, wow. Oh, oh mein Gott. Ich bin fast gestorben. Aber Luigi war schon im Ziel, deswegen war das egal. Sorry, Kohle. Leute, ich brauche Kohle und Venny hat mir zu viel Geld. Oh Mann, ey. Ich danke den Leuten von Twitch und YouTube. Danke fürs Zuschauen für diese Folge. Wir sind jetzt am Ende von Runde 5 angelangt. Und bevor ich jetzt A drücke und die Leute alle würfeln, würde ich sagen, wir beenden mal den Part. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Unsere Bilanzen sehen kacke aus. Glück war uns nicht hold. Nicht ein einziges Mal, nicht eine einzige Sekunde. Kann nur besser werden. Also, hey, das ist ja mal eine positive Ansage. Also, danke ich fürs Zuschauen. Danke fürs Followen. Danke fürs Liken. Was auch immer für einen Keks. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut heute. Tschüss, Kowski und ciao. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Mario Fuck That Shit Part 19. 18 ist es. Im letzten Part hatten wir so viel Pech. Das ist doch von Gott gemacht. Bei sowas wird man nur abergläubisch. Das ist absoluter Bullshit. Ganz ehrlich, was hier abläuft, das ist nicht koscher. Wir sind wieder Vierter, weil Luigi 3 Münzen bekommen hat. Dann hat jemand Luigi in seinem Stream 3 Münzen gespendet. Die arme Sau. Und mit Daisy wird getauscht. Heißt Mario, denkt sich so, nö, ich hab nicht nur Bock auf Ehrenstern, ich grabbel mir die alte Fotze. Also die Flurbestäuberin und zieh sie mal da unten und hol mir selbst den Stern, weil ich bin der dufteste Dude hier. Ich habe in Super Mario 64 schon 120 verfickte Sterne gesammelt, hier kriegt aber 2 hin. Wisst ihr Bescheid? Scheiße. Ja, ich hoffe ja, Daisy ist so klug und benutzt mal den Kettenhund bei Mario. Aber vielleicht ist er ja auch nicht so klug. So, Mario kommt übrigens runter und ist jetzt genauso weit wie Icke. Ist allerdings schon 350 Millionen Runden um die Map gelaufen. So, wirf den bitte auf dich selbst, danke. So, pass auf jetzt. Daisy denkt sich so, oh nein, ich brauch Geld. Ich stehle mir Geld von Yoshi. Ich seh's schon kommen, Leute. Ich will nicht, nein. Lass mich in Ruhe, ich will wirklich nicht. Okay, ich hab keinen Stern, ich bin Peace. Oh, Leco Mio, Alter, was ist denn los? Du Penner! Das ist auch hier in Super Mario 64, der Kettenhund kommt und bricht ihn aber in die Fresse. Ja, geil! Ja, guck mal, ein Stern, wuff, wuff. Geil! Ja, vor allem, wieso klingt Peach wie so eine bekiffte grüne Tante? Yay! So ultra motiviert, als wenn sie gerade fett einen Johnny durchgezogen hat. Was ist denn los? So. Und Kekse frisst du unterwegs auch andauernd. Mann, Luigi, ey. Pass doch mal auf deine Frau auf. So. Gut, dann hoffe ich ja, dass ich auch mal vorwärts komme, weil... Ach nee, ach, warum auch? Nö, nee, wieso? Aber wozu denn? Quatsch, braucht keiner. Ja, die Wiggler-Kapsel, die brauche ich unbedingt. Damit kann man bestimmt sich eine Kapsel extra verdienen. Oh, ich kann die Kapseln tauschen. Oh, ich habe ja als einziger eine. Oh, heißt, ich kann die gerade bekommen habe, gleich wieder abgeben. Ist das nicht cool? Gib sie doch Mario. Oh, ich krieg sie wieder. Oh, ist ja nett. Oh, ist ja cool. Ich weiß gar nicht, was Wiggler macht, ehrlich gesagt. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das Spiel weggetauscht hätte. So, ach, gib's einem anderen, der braucht's nicht. Der ist ja reich genug, der hat genug Geld. Haben wir denn jetzt so einen Kettenhund, Gassi? War das mit der komischen Pfeife und dem Park? Ey, nix gegen die. Ja, doch, habe ich einen Flammenwerfer, hab ich dagegen. So.
Spielregeln. Rufe den Ketten und mit Pfeife. Ja, ja, kenne ich. Ja, du bist voll die Pfeife. Ich weiß, Mann. Gib mein Bestes. Gut, gut. So, ich komme rechts ab, muss ich merken. Wegler bringt mich zum Stern. Was, echt jetzt? Wieso wusste ich das nicht mehr? Weil früher war ja mal hier die Bonuslampe. Hier, komm her, Ketten und... Feines Wuffi, kriegst du Glücks. Hier. Wow. Easy. Was ist los? Keine Grundsatzdiskussion, please. Ja, ist ja richtig. Wiggle. Ihr kennt's ja alle, ne? 10 Münzen. Ja, da fühlt man sich gut. Datei wird gespeichert. Entferne nicht die Memory Card und werde mehr glücklich. Hab doch mal mehr Glück, Mann, Kai. Ach, toller Tipp. Ich kann ja meine Fortuna mal richtig schlagen. So. Möchtest du eine Kapsel benutzen? So, jetzt gibt's die Exclusive-Kapsel. Die gibt's nur in meinem LP. Töte Yoshi. Ah, hier, mit Stachi. Na, denn mit dem geht das. Kennt übrigens jeder auch. Die exklusive Kapsel gibt's nur bei mir im LP. Töte Yoshi. Oder, nee, töte Player 1. Die Chance, die zu kriegen, ist nur 0,1137% groß. Kriegt man aber immer. Eine Goomba-Kapsel. Ja, tschüss, haut ab. So, ich überlege, ob ich jetzt den Wiggler benutze, um den Stern zu holen. Oder ich versuche, den manuell zu kriegen. Ne? Also die Frage dahinter, ne? Aber ich glaube, wenn ich es nicht mache, hat Daisy sie gleich. Eine Giftpilzkapsel. Ja, hier bringe Yoshi um. Jaho, deine Mutter ist Jaho. Deine Mutter ist Yahoo, Mann. Ja, ich guck mal auf die Karte, Leute. Ich möchte auch meinen, dass Svenny hier gleich dabei ist, den Stern da weg abzugraveln, jo. Ich hab gehört, nein. 20 Münzen, ist mir egal. Just do it! Fuck that. Geil. Los geht's. Ich muss mir Sterne halt cheaten. Sicher, dass mich zum Stern bringt? Ich hab's mal lesen sollen. Ja! Logo, Mann! Scheiß drauf, 40 Münzen ist egal. Hä? Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Und zwar richtig fett. Ich weiß nicht, ob ich im Stream noch zu sehen bin. Aber ich glaube, so eben ist der. Ich glaube, so eben ist das Spiel eingefroren. Kann ich meine Aufnahme auf YouTube abbrechen? So, liebes YouTube, da sind wir auch schon wieder. Und ich muss die Runde nochmal spielen, denn der Absturz ist in der Aufnahme zu sehen. Alles cool, nichts abgebrochen. Und der speichert ja jede Runde, Gott sei Dank. Allerdings verläuft jetzt alles ein bisschen anders, weil, naja. Das Spiel sagt sich so, ja, ist ja halt random, ne, deswegen... Ach, guck mal jetzt, ja, geil! Haha, läuft bei ihm! Okay, Münzen, Mann. Ja. Ah, meine Stimme ist wieder toll. Hey, ich bin der Vierter, geil. So, steh. So, und da ich, wie gesagt, jetzt, da der random ist, will ich die Runde nochmal zeigen. Was? Wir sehen den schwarzen Bildschirm frei, was? Die Runde muss ich gerade eine Pause machen, mal kurz im Stream checken. Ach, er hat wieder das Fenster genommen. Ah. Oh. Das ist schon mal passiert. Das ist total dämlich. Ja, weil der Dolphin ja aus zwei Fenstern besteht. Da habt ihr im Stream gerade bloß. Da habt ihr im Stream gerade bloß mein Emulator-Auswahlfenster gesehen. Ihr bringt euch natürlich gar nicht. So, aber alles cool, alles wieder gefixt. Halt gefixt, ja, kein Problem. Ist ja die ganze Schublade drauf, ne? Fehlt da ein bisschen mit eins, kann sein? Naja, ist jetzt nicht richtig. So, ach, diesmal kriegt sie den Stern übrigens nicht, sie kriegt dafür Bowser. Ja, die machen.
das Stream-Layout ist noch nicht perfekt. Entschuldigung, ein Twitch an der Stelle. Aber ist nicht schlimm. So, was ist passiert? Ach, alle haben die gleiche Münzzahl. Ach, ich hatte ja nicht mal Geld. So, dann müssen wir jetzt mal testen, ob der Fehler dauerhaft auftaucht. Sollte das mehrmals der Fall sein, muss ich mir was einfallen lassen oder mal googeln, ob zufällig bei genau dieser Kapsel immer ein Fehler passiert, wenn das der Fall sein sollte. Jetzt, dass es normal entfriert, wissen wir, dass es kein Zufall war, sondern dass es halt eine Regelmäßigkeit ist, die halt in dem Emulator funktioniert. Dann haben wir a little problem. Und da ist er wieder eingefroren, ist also eine Regelmäßigkeit. In dem Fall würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott, fuck my life.